Willkommen in meiner Küche. Bei mir gibt es heute schwarzen Linsensalat. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Linsen sind, finde ich, super lecker und natürlich mega Eiweißbomben und absolut variabel. Also es gibt ja die roten, die Tellerlinsen und ich benutze heute die schwarzen Beluga-Linsen, weil ich finde, für einen Salat bringen die so den meisten Biss mit. Die werden nicht ganz so matschig. Die Linsen unter fließendem Wasser gut abwaschen und dann nach Packungsanweisung garen. Und bei mir stand zum Beispiel drauf 30 bis 35 Minuten und ich habe sie nur 30 Minuten gegart, damit sie halt noch den Biss haben, den ich jetzt gern für den Salat noch haben möchte. Dann die Linsen noch gut abkühlen lassen. Naja, und dann kann es mit dem Schnibbeln und Rühren losgehen. Ich fange immer mit der Salatsoße an. Die rühre ich mir in der Schüssel an, dann kann ich alle meine Salatzutaten dann dazugeben. Wenn ihr keinen Dattelsirup oder aber Granatapfelsirup habt, könnt ihr auch ganz einfach Agavendicksaft oder Zucker nehmen. Hauptsache ist eine süße Komponente mit in der Salatsoße dabei. Ich mache immer zuerst die Salatsoße. Dann kann ich nämlich, wenn ich mein Gemüse klein geschnitten habe, das schon gleich dazugeben und brauche keine anderen Schüsseln dreckig zu machen. Also alle Zutaten für die Salatsoße in eine Schüssel geben und dann kräftig umrühren. Ich esse Äpfel gerne mit Schale, also entferne ich nur das Kerngehäuse und schneide dann den Apfel, genauso wie die Zwiebel, in kleine Würfel. Dann gebe ich das alles in die Schüssel zur Marinade, dann die abgekühlten Linsen dazugeben und dann noch das Blattgemüse, also Spinat oder Rucola, je nachdem, was ihr mögt. Umrühren, abschmecken, servieren. Fertig ist der gesunde, eiweißreiche, vegane Linsensalat. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen, einen guten Hunger und bis zum nächsten Mal.